sterben, meine Damen und Herren. Die Gesundheit von Hessen-Holding AG schreibt seit Jahren schwarze Zahlen. Das Klinikum mit seinen ca. 3.200 Beschäftigten kann durchaus bundesweit als Leuchtturm bezeichnet werden. Die Geschichte der GmbH straft sämtliche neoliberalen Wanderprediger und Lügen, die mit ihrem Privatisierungsfetisch Land auf, Land ab pausieren gehen. Umso unverständlicher und nicht nachvollziehbar ist die Tatsache, dass sich die Beschäftigten innerhalb der GmbH seit ungefähr 11 Jahren in Gehaltsverzicht bzw. Lohnverzicht üben müssen. Urkundnisse von betriebsbedingten Kündigungen, die dort unter anderem in der Begründung aufgebaut wird, ist gerade für die sehr engagierten und professionellen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein Schlag ins Gesicht. Dabei muss gerade das Gegenteil der Fall sein. Wir brauchen mehr Pflegepersonal und wir benötigen für die Kreiskliniken ein vernünftiges, duales System von ambulanter und klinischer Behandlung. Dass die Beschäftigten der GmbH sich dauerhaft an eventuellen betriebswirtschaftlichen Risiken anteilsmäßig beteiligen müssen, kann man auch durchaus als Zwangsanleihe bezeichnen. Ist eben kein klares Bekenntnis seitens der Stadt zur weiteren Zukunft der GmbH AG. Sämtliche Beispiele der Vergangenheit, ich nenne da unter anderem mal das Klinikum Offenbach, zeigen, dass Lohnverzicht langfristig kein Instrument der Arbeitsplatzsicherung ist. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, Sie haben zu dem Thema im letzten Finanzausschuss von einem Gesundheitsmarkt, der sich im stetigen Wandel befindet, geredet. Nehmen Sie doch bitte mal zur Kenntnis, dass Gesundheit oder besser gesagt Krankheit keine Ware ist. Die Bezeichnung Gesundheitsmarkt passt allerdings in Ihren Duktus des Konzerns Stadt Kassel. Die heute hier zu beschließende Verlängerung des sogenannten TV-SUSI bis zum 31.12.2020 lässt im Grunde die langfristige Zukunft der GmbH AG offen. Dass die Stadt auf eine Gewinnausschüttung für die Laufzeit der Vereinbarung verzichtet, ist natürlich zu begrüßen. Was allerdings fehlt, ist eine öffentliche Aussage, wie der Weg denn über das Jahr 2023 hinausgehen soll. Dabei steigt auch die Wertschöpfung der GmbH-Krankenhäuser von Jahr zu Jahr. Als Quelle nenne ich hier mal die Statistiken der Hans-Böckler-Stiftung. Als Begründung für die SUSI-Vereinbarung diente bekanntlich ja auch der Erweiterungs- und Sanierungsbau im Klinikum Kassel. Zur Gesamtbetrachtung gehört allerdings auch, dass das Land Hessen das Klinikum zwar gefördert hat, aber die gesetzliche Förderung nicht in der erwarteten Höhe eingehalten worden ist. Ursprünglich haben die letzten beiden hessischen Landesregierungen den zweiten Bauabschnitt, das Eingangsgebäude gewesen und die Operationssäle, wegen des hohen Eigenanteils am ersten Bauabschnitt schon eine vollständige Finanzierung für den zweiten Bauabschnitt in Aussicht gestellt. Die tatsächliche Förderungsquote von der hessischen Landesregierung betrug lediglich 44%. Die Zinsen und Abschreibungen sind allerdings im DRG-System, damit sind diagnosebezogene Fallgruppen gemeint, nicht abgebildet. Insofern fordere ich den Magistrat auf, bedienen Sie sich nicht mehr bei den Beschäftigten, sondern holen Sie sich das Geld bei der hessischen Landesregierung. Danke.